Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Singularity. Wir haben die Lok repariert und jetzt geht's auf. Achso. Bam. Lok wieder ganz. Krass. Puh, damit haben wir das schon mal geschafft. Krass. Und auf geht's mit dem Zug in Richtung Docks. Es hätte ich jetzt erwartet, wir hätten zu Fuß gehen müssen. Sollte nicht laut denken, oder? So, erstmal ganz in aller Ruhe ausrüsten. Wow, 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 wow. Komm, mach die Busch auf. Wow, 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 shit. Da hinten ist noch ein Stück. Ja, komm schon. Hammer. Und ganz schnell nachladen. Das haben wir jetzt so noch nicht geschafft. Wow. Reiß die Gusche nicht so weit auf. Ja, komm, kaputt. Kleines Mistvieh. Shit, reicht nicht. Leicht berechenbar. Alter, willst du nicht mal sterben? Wow, 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 wow. Nein! Was zum Teufel passiert? Schnell, vor die Brücke einstürzen! Oh, noch so ein Vieh. Jetzt komm mal rein. Was? Alter, ist das mies. Vielleicht nochmal schnell heilen. Und hin hier. Shit. Hey, wir können über alles reden. Jetzt tot? Ich bitte doch drum. So, jetzt raus hier. Oh, komm schon. Achso. Vernichten! Tschüss! War nett mit dir.
gut gemacht, Renko. Sophie kann doch nicht aus einem Menschen mutieren, oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Das müssen doch 50, 60, 100 Menschen gewesen sein, die da miteinander mutiert sind. Dr. Barisov, hören Sie mich. Dr. Barisov, bitte melden. Ich bin mir nicht sicher, ob das Signal überhaupt durchkommt. Weißt du nicht? Wir sind fast bei den Docks. Laut Dr. Barisov ist die E-99-Bombe auf einem Frachter namens Pearl. Aha. Die Perle. Zum Glück hat der Zug gehalten. Das wäre ein langer Fußmarsch geworden. Oh, ich sehe schon wieder die kleinen, dreckigen Krabbelfiecher. Schön, Sie zu kennen, Rank. Oh. Auch wenn das furchtbarste Erlebnis meines Lebens war. Gehen Sie und finden Sie diesen Frachter. Ich bleibe hier und versuche, mit Dr. Barisov auf Kontakt aufzunehmen. Und machen Sie schnell. Demi-Chef kann nicht weit hinter uns sein. Kannst du das nicht mal machen und ich versuche, ihn zu kontaktieren? Wir haben auch was Neues. Wo sind denn die Viecher dahin? Na gut. Gucken wir uns erstmal wieder schön um. Vielleicht findet man ja was. Ha. Etwas, was wir leider nicht brauchen. Schade. Ich hätte gerne ein bisschen Technologie noch gefunden. Aber da sieht es wohl eher mau aus. Schade. Na dann, gucken wir mal. 2600 haben wir ja noch. Das mit der Technologie finde ich eigentlich auch gar nicht mal schlecht. Nee, hier. Wenn damit. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Und komm, Inventar nehmen wir auch mal mit. Gut. Haben wir das auch schon mal? Und dann kann es weitergehen. Ist hier noch irgendwas? Ah, die Insel. Katora 12. Aber sonst ist hier nichts. Gut. Ah ja. Also komme ich jetzt gerade hier nirgendwo durch, ne? Ich will jetzt erstmal was machen. Das geht mir die ganze Zeit schon auf den Sack. Steuerung. Benutzen. Toll. Ist natürlich beides auf einen. Gut. Selbst wenn ich es wollte. Selbst wenn ich es wollte, kann ich ändern. Hä? Ist denn die wo ist die Kiste? Hier komme ich nicht. Huch. Entschuldigung. Das war mein Mikro und die Hand. Na? Kommst du her? Na komm. Ja, jetzt haben wir es. So, kommen wir hier weiter. Das muss... manchmal sich... No! Ihr kriegt mich nicht. Ihr nicht. Klein Mistviech da. Barisov irrt sich. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das, also ob man den Nachrichten trauen kann. Oder ob sie wirklich uns helfen sollen oder nur verwirren. Vielleicht hat Demi-Chef es ja geschafft, sich das ZMG zu holen. Er ist zurückgereist.
und will, ja, sag mal, will uns damit Probleme bereiten. Wäre jetzt zumindest plausibel für mich. Ach, ihr schon wieder. Ja, aber davon gehe ich mal aus, dass Demichev uns verwirren will. Und... ach ja. Und deswegen eventuell diese Nachrichten geschickt hat. Weil er sucht die ganze Zeit ZMG. Vielleicht hat er es ja bekommen. Das weiß ja keiner. Helis im Anflug. Passen Sie auf. Ähnlich, sagt die junge Dame. So, erstmal hier. Und schön Munition auffüllen. Yep. Waffenupgrade haben wir keins. Gut. Dann können wir direkt loslegen. Den wird jetzt einfach mal ignoriert. Ich hoffe, dass wir jetzt so hier durchkommen. Die Seeker. Sehr geil. Was? Hä? На корабль я введен строжайший карантин. Незаконно явиться, проверяйте документы, проверяйте досконально. А если... никаких если. Тут что не так. Kommt hier auf. Was? Teilweise ist die echt schwer zu treffen. Sollten auch durch sein. Oh, Freund, hinter dir. Nur Zeit, ne? Munition, sehr geil. Ich nehme mal das Fass hinter dir, ne? Wo sind? Huch. Прикрывай меня!
Ach. So, nix da. Nehmen wir mit. Hey! Bam! Da guckst du nicht schlecht, ne? So, ich schätze mal, dass da ist die Pearl, ne? Und... Achso... Renko, ich hoffe, Sie sind okay. Ich habe Ihr Signal einige Sekunden verloren. Ich konnte Dr. Barisov kontaktieren. Captain Renko muss eine weitere Anomalie durchlaufen haben. Wahrscheinlich wegen der E-99-Bombe. Die Versenkung im Hafen könnte die Bombe instabil gemacht haben. Der Frachter liegt also auf dem Grund des Hafens. Wie ist der Plan? Einfach. Renko kann das ZMG benutzen. Captain, im Dock gibt es eine beschädigte Verstärkungsplattform. Reparieren Sie die Energiezellen darunter. Dann können Sie die Pearl heben. Okay. Vorarbeiteraufzeichnung 20. November 1954. Das dritte Schiff in 2 Wochen ist angekommen. Es ist verblüffend, wie viel nach Katorga 12 gebracht wird und wie schnell alles geht. Aber ich weiß nicht, wie lange wir so noch weitermachen können. Die Arbeiter sind müde. Früher oder später wird es einen Unfall geben. Siehe da. Haben schon Leute Bescheid gewusst. Und ein ZMG-Entwurf. Technologie-Freak. Wenn Sie Munition aufnehmen, wird Energie zugefügt. Okay. Schon mal gar nicht mal schlecht. Darf ich auch jetzt? Ist ja ganz toll. Kann ich nichts machen gegen die Dinger. Hier kann ich auch nichts machen. Erstmal in die Luft. So, wie repariere ich das jetzt hier? Ah. Nur wohin damit? Ratter, 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 wie machen wir das? Die sehen auch irgendwie kaputt aus. Ach. Das könnte einiges leichter gestalten, das ist schon mal richtig. Jetzt wird es gut aus. Jetzt wird ein Schuh draus. Sehr schön. Und wieder hoch. Sehr interessant. Na, dann würde ich mal sagen, mache ich mal einen miesen Cliffhanger, ne? Ich verabschiede mich von dieser Folge von euch. Hoffe, ihr hattet Spaß und dass wir uns in der nächsten Folge sehen, wenn wir die Pearl heben. Also bis dahin. Ciao.